Ja, hallo Freunde, willkommen zurück zu Dying Light. Ich bin euer Fierobo und wir sind hier immer noch ein bisschen unterwegs, schön bei Sonnenuntergang. Und die Vögelchen schauen mir zu, wie sie zwitschern. Ja, ich bin nämlich dafür, dass wir einfach mal hinten da die Sachen einsammeln gehen, habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Das machen wir jetzt einfach mal. Das macht gerade ein bisschen Spaß. Ich finde es super, dass das Spiel jetzt rausgekommen, beziehungsweise das GTA verschoben wurde, GTA 5. Natürlich als GTA-Fan natürlich schade und so, aber ganz ehrlich, Ich finde das Spiel hier mega geil. Das sieht doch eigentlich aus wie die Pflanze. Könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt? So, ist ja auch zombiefrei die Gegend. Die Gegend ist auch zombiefrei, gut. Also, könnt ihr mir nicht erzählen, das sind wahrscheinlich die Sachen, die wir sammeln müssen. Was haben wir denn hier? Eine Statue, oh, cool. So, dann müssen wir nur auf die Nacht warten und die dauert noch ein bisschen, wir haben das Quest hier am Laufen. Wie sieht denn unser Inventar aus? Die können wir hier mal eben zerschrotten, weil die bringen mir eh nichts. Die haben wir nur so aufgehoben. 4 Plätze haben wir noch zur Verfügung, jawohl. Na los, komm schon, Spiel. Werde dunkel. Wir wollen die Nacht. Und unser Typ ist am krepieren anscheinend die ganze Zeit. Oh, was soll's. Also hier haben wir schon mal 2, 3, 4, 5. Okay, hier sind alle anscheinend. Und jetzt müssen wir nur noch warten. Wahrscheinlich sind hier dann die dicksten Zombies unterwegs. Ah, hier sind jede Menge von den Teilen, okay. Dann machen wir einfach noch ein bisschen Fitness hier. Wir müssen sowieso später, wenn wir die Pakete abgeben, wahrscheinlich eh mega dick Punkte bekommen. So. Zack, zack. Immer schön am Leveln hier. Zack, zack, sogar doppelt. Nice, nice, oder? Seitlich. Rückwärts. Okay, rückwärts geht nicht. Aber seitwärts und alles geht hier. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Könnte es jetzt mal bitte dunkel werden? Damit werde ich hier Linkshamster kriegen. Die Sachen, die ich brauche. Zack, zack, zack. Ayo hier. Wie immer, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgen. Ja, ja, ja. Gute Nacht und viel Glück. Also ich würde eher tagsüber schlafen. Ich hätte eher Angst, dass so ein Vieh mich einfach im Schlaf erwischt. Zack, zack, zack. Schön die Fitness hier benutzen. Ja, das Leveln geht auch irgendwie relativ gut voran eigentlich. Obwohl Wendigkeit finde ich jetzt momentan ein bisschen schwer. Ihr seht, wir sind ja schon im Kampf fast schon wieder 2 Level voraus. Was? Okay, dann ein Level. Deswegen, ne? Interessant. Jetzt geht plötzlich mein linker Bildschirm an. Der Funk ging die ganze Zeit gerade nicht, weil ich gespielt habe irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt geht's auf jeden Fall. So, so. Ich kann die Sachen immer noch nicht einsammeln. Doch, jetzt geht's. Geil, jetzt geht's endlich. Bevor es komplett dunkel wird. Erledigt, okay. Jetzt kann man sogar noch hier weg, ohne in die Nacht zu geraten. Wie scheint's? Oder brauchen wir das Mitternachtskraut eigentlich für irgendwas? Schauen wir mal eben. Wir haben auch hier unser Aufputschmittel. Tempo, Tempo. Ne, brauchen wir anscheinend nicht. Okay. Das war jetzt also wirklich nur dafür da. Alles klar, dann laufen wir mal zurück. Ne, 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 ich bin nicht zum Futtern hier. Könnt ihr vergessen. Ein dicker Pfeil. Den nutzen wir doch mal. Und Sicherheitszone betreten, jawohl. Hallo Kollege, was hast du so Schönes für uns? Wieder eine Waffe, aber die brauchen wir nicht. Alles klar, können wir hier was verkaufen. Schauen wir mal. Mitternachtskraut steht hier nicht bei, ne? Ne? Gemeine Pflanze. Ja. Verfaulene Leber. Die haben wir auch einmal bekommen und nie wieder. So, Zigaretten verkauft, das verkauft. Noch einmal zum Verkaufen eigentlich nicht, ne? Ne.
Nicht so wirklich. Zum Kaufen haben wir eigentlich auch nichts. Müll und so weiter habe ich alles genug. Ich bin sonst auch voll mit allem. Gut, dann gehen wir nochmal hier hin und warten, bis die Nacht vorbei ist, oder? Denn dann würde ich mal sagen, würden wir uns als nächstes auf den Weg zum Turm machen. Oder sollen wir einfach weiterlaufen? Wir können einfach weiterlaufen, theoretisch. Na komm, laufen wir einfach weiter, laufen durch die Nacht. Au, hallo, hallo, hallo. Ich bin nicht zum Anfassen gedacht. Das Berühren der Figur mit der Pfoten ist verboten. Sind auf jeden Fall schon wieder fitter hier, die Zombies. Das merkt man auf jeden Fall. Ja, hier ist das Kletter. Das ist, ich wollte gerade sagen, läuft jetzt uns hier etwa ein Suizid hinterher. Das ist ja natürlich mega scheiße. Zack. Hier kann man auch Licht fallen und alles aktivieren. Nacht bricht an, okay. Aber ist mir egal. Zack. Zack, dann laufen wir hier hoch. Dann laufen wir halt in der Nacht zum Turm. Da hinten ist er. Sind auf jeden Fall überall noch diese Viecher. Schön finde ich, dass man die Safe Zone so weit schön sehen kann. Okay, ich laufe hier lang. Jetzt sehe ich zumindest schon wieder drei von den Viechern. Mitnehmen, mitnehmen, alles mit. Aua. Weg, weg, weg hier. Glaube ich ja jetzt nicht. Uiuiui, ui, das war knapp. Schnell ein Medipack reinhauen. Ich habe gerade eine Rabattaktion laufen. Aha. Ja, gut, dass ich momentan nichts brauche an Ausrüstung. Weil die Waffen sind alle gleich stark. Ja, und mehr brauche ich eigentlich nicht außer Waffen momentan. Oh. Doch nicht. Doch, der guckt jetzt in meiner Richtung. Gut, dann nicht. Das ist das Drecksvieh. Das ist das Drecksvieh, okay. Oh oh. Schnell hier hoch. Oh, wir sind ja fast schon da. Da sehe ich schon den Eingang. Kann man eigentlich noch ein bisschen hier eben unsere Windigkeit ein bisschen skillen hier. So, jetzt müsste einmal Level abgehen. Würde ich mal sagen, oder? Jawohl, komm, das geht gerade richtig schön. Von der Hand. Vor allem mit dem Bonus geht das mega nice. Vor allem hier können wir eben notfalls auch abhauen. Sollten wir entdeckt werden. Na los, komm, gib endlich hier auf und geh Level ab. Los, du scheiß Level. Oh, okay. Haben hier sogar ein bisschen was gesehen. Okay, jetzt läuft er weg oder nicht? Jawohl, wenn ich das Schiff erhöht. So, gut. Dann gehen wir mal eben noch hier zum Quartiermeister. Das heißt, jemand hat die Funkantennen reparatiert. Boom, und wie viel kriegen wir? 120.000. Uiuiui, das geht ja mega ab. So, was kriegen wir hier? Alles mitnehmen. So, auf jeden Fall, wir haben noch das Outfit freigeschalten. Gut, Fertigkeiten. Sogar zwei. Krass, krass, krass. Und der Enterhaken ist endlich unser. Die Belohnung finden Sie in Ihrem Versteck an. Okay. Was haben wir hier? Lernen Sie, wie Sie Enterwürfe effektiv einsetzen können. Sie ziehen häufiger kritische Treffer. Okay. Dann, wie können das hier? Wie jetzt? Muss ich das verstehen?
Hören Sie ihn aus der Tannenhaus infizierter Kid ohne Sie. Das ist nice. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen, aber egal, ich scanne erstmal das hier. So, ups. Und hier auch noch ein Fertigkeitspunkt für die Wendigkeit. Wenn Sie zum Parkour-Experten, jawohl, das machen wir doch mal. Nice, nice, nice. Hat sich das jetzt echt gelohnt hier? Dann gehen wir noch eben hier hin. So. Schauen, was du zu kaufen hast. Ein Sturmgewehr. 137, wie viel macht denn unseres? 184, das ist so doof. Aber wir haben immer noch keine... kein Speer hier, den ich haben wollte eigentlich. Das verkaufen wir. Bella, bella, bella. Haben wir noch irgendwas? Nee. Okay. Eigentlich reicht das auch. Wir sind aber mega gut ausgestattet. Ich hätte natürlich noch gerne das Polizeigewehr in Orange. Natürlich auch mit dem entsprechenden Schaden wäre natürlich super. Aber ich sag mal so, hier mit den ganzen Sachen lässt es auch leben. Primitive Hacke, die haben eigentlich hier eine gute. Könnten wir die eigentlich, wie viel hat die denn noch? 4. Da können wir machen die noch leer. Sichel modifiziert. Ja, gut. Das passt dann. Wir haben aber ein neues Outfit noch. Ein Schnäppchen, glaube ich ja selbst nicht dran. So, wir wollten Outfits, wir haben schon ein Outfit. Überleben da. Ziehen wir das doch mal an. Bam, sehen wir jetzt richtig cool aus. So, haben wir denn hier noch irgendwie Missionen, Nebenquests? Nee. Hier haben wir auch noch einen Quartiermeister. Hier müssen wir auch jede Menge Sachen erledigen. Wie ihr seht, hier haben wir auch noch was zu erledigen. Was man uns kein Versteck, genau. Sprechen Sie mit Chef. Jo, das auf einem Versteck können wir auch noch mal den nächsten machen, aber auf jeden Fall, ich spreche jetzt hier an der Stelle mal einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.